Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Stark! Wie großartig ist dieser Treffer! Spielphilosophie, Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Deutschland geht mit diesem Treffer in Führung. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Hier spielt sich eine Menge auf den Flügeln ab. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schätze mal, Sie wollen im Zentrum die Räume öffnen, in die Sie dann hineinstoßen können. Bjarnason, es geht über die rechte Seite. Ab nach vorn und hoffen. Bjarnason. Und über die Seite. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Werner. Werner spielt den Ball nach rechts. Der sieht gut aus. Macht er was draus? Nicht im Abseits. Jetzt könnte was gehen. Freistoß für Deutschland. Goretzka. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Findet er ihn? Tempo-Gegenstoß. Den will er ganz vorne reinspielen. Und das Ding abgefangen. Goretzka. Werner. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Langer Abschlag vom Keeper. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat, das gibt Freistoß. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige, aber... Das waren die ersten 45 Minuten. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir haben ein enges Spiel gesehen. Viele gute Szenen, ein Tor. Beide Mannschaften nehmen sich nicht viel. Wirklich ordentlich, diese Partie. Der zweite Durchgang, der hat schon begonnen. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Rüber, nach rechts. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Jetzt könnte er flanken. Jawohl, Einwurf. Ja, der war schon draußen. Goretzka. Serge Gnabry. Es geht über die rechte Seite. Und er zieht ab. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg.
Da ist vielleicht mal der Trainer gefordert, etwas mehr Konzentration einzufordern. Die Passgenauigkeit ist miserabel. Brandt, genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Versucht ihn da zu klären. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Werner ist das. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Ganz simpel, einfach nach vorne. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Es gibt Freistoß und das auch zurecht. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Raus auf die Seite. Da war er voll auf der Höhe. Sie sind noch nicht durch, aber Sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für Sie. Physisch enorm präsent. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen.